Servus aus Siegsdorf, dem Heimatort unseres Skispringers Markus Eisenbichler. Wie ist das für dich, Martin? Sag uns ganz kurz, deinen Bruder in Peking da springen zu sehen bei den Olympischen Spielen. Ja, so ist besonders, ne? So aus unserem Dorf, dass da einer mitspringt, gibt es nicht alle Tage. Wir haben zusammen angefangen mit dem Skispringen und er hat halt einfach ein Talent für das entwickelt. Guten Flug, oder wie wünscht man? Ja, schau mal, guten Flug, ja. Auf guten Flug. Die Mama ist komplett nervös. Sehr gut. Und vor allem, sehr gute Landung. Also für Eisenbichler-Verhältnisse eine gute Landung. Und was soll das heißen für Eisenbichler eine gute Landung? Dass er genauso geschmeidig ist wie eine Holzkatze, ja. Wie viel der ist er gerade? Geiger ist 6., Markus ist 8. Naja, aber das ist eine gute Ausgangsposition. Ja. Man weiß ja, er haut ab und zu mal eine Granate raus. Man muss zuerst schaffen, bei der Olympiade dabei sein. Ist das schon Erfolg, und wenn du eine Medaille machst. Wie ist er so alltäglich? Ja, zielstrebig und ist ein Stehaufmantel. Kurz vor dem zweiten Sprung von Markus sitzt der Fanreporter für euch zwischen Mutter und Bruder Eisenbichler und die Spannung ist groß. Super Wettkampf, saubere Leistung, 5. Platz. Ja, und wenn du daheim bist, dann trinken wir auf vorne. Hast du Tränen in den Augen? Bisschen. Und wenn er nächste Woche Donnerstag dann zu Hause ist, dann... Dann was? Dann wird man gefeiert, hoffe ich doch. Markus, das hat es super gemacht. Respekt. Also gut hast du das gemacht, auch wenn es keine Medaille ist. Herzlichen Glückwunsch und viele Grüße auch vom Papa. Du weißt ja, dass der lieber allein daheim bleibt. Oh, voll geil. Vielen, vielen Dank. Habe ich sogar Tränen in die Augen. Freue mich mega. Danke. Und dass ihr so die Daumen drückt. Und wir sehen uns wieder daheim. Da werden wir dann ein paar Häubchen trinken, ja, wahrscheinlich. Starker 5. Platz für Markus Eisenbichler. Ich flieg los zum nächsten Wohnzimmermoment.